Aufgetischt. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zum ersten Aufgetischt im neuen Jahr. Welche Ehre. Ja, Weihnachtszeit liegt hinter uns, die zwischen den Jahren Zeit, die ja immer sehr, sehr lang ist, liegt auch hinter uns und es gab viele neue Spiele und viele Sachen zu erzählen und das mache ich jetzt auch. Die Liste ist für meine Verhältnisse sehr lang, kann sich natürlich nicht mit so einem Standard aufgetischt vom Dennis messen, aber schauen wir mal, was dabei rauskommt. Fangen wir mal an mit einem Adventskalenderspiel. Letztes Jahr habe ich mich noch geärgert über den Exit-Adventskalender, den ich wirklich armselig fand. Die Rätsel waren langweilig, das Ende des Kalenders war wirklich blöd. Dieses Jahr habe ich einen anderen ausprobiert, formal wieder für meine Frau, aber wir haben den so in der Familie gerätselt. Dieser ist von der Aufmachung her im ersten Moment erstmal etwas einfacher. Das sind einfach 24 Briefe in diesem Karton, die aber natürlich eben nicht weiter nummeriert sind. Da fällt schon alles raus. Und es gibt eben einen Startbrief und dann gilt es eben jeden Tag, das Rätsel zu lösen, was im Brief drin ist, um sagen, das Symbol oder was auch immer, Zahl, irgendwas zu entschlüsseln, was dann irgendwo auf einem anderen Briefumschlag drauf ist. Und damit hat man den Briefumschlag für den nächsten Tag. Und ich bin wirklich begeistert. Der war richtig gut. Der war also so, so weit dem Exit-Adventskalender überlegen. Dies war genau das, was ich mir vorgestellt habe. Interessante Rätsel, immer wieder ganz anders, obwohl sozusagen die Grundlage immer gleich war, dass es einfach ein Blatt Papier war oder auch mal zwei, aber sozusagen ein Blatt Papier waren es ganz, ganz unterschiedliche Rätsel, die das Internet mit einbezogen haben, mit eigenen Domains und allem Möglichen. Und die waren super lösbar in der Familie, man hat es eigentlich immer hingekriegt, wir haben ein, aber auch schon mal richtig eine Weile knobeln müssen, um es zu finden. Das war nett aufgemacht. Es gab am Schluss noch einen schönen Gimmick dann am letzten Tag, am 24. so für das Ende. Einfach richtig toll gemacht und richtig schön. Also das kann ich nur empfehlen. Das war eben der Adventskalender von Hidden Games, Professor Charlies Reise um die Welt. Und das von Hidden Games gibt es auch so normale, sag ich mal, Exit-Spiele. Da freue ich mich auch richtig drauf, von denen auch mal eins zu machen. Weil wenn die genauso viel besser sind als die anderen Exit-Spiele, als dieser Kalender besser ist, als der Exit-Adventskalender, dann wäre das ein sehr, sehr großer Spaß. So, wo ich jetzt gerade schon über Exit gemeckert habe, mache ich damit direkt weiter. Wir haben nämlich ganze drei Ravensburger Exit-Puzzles gepuzzelt in den letzten zwei Monaten jetzt allerdings. Das eine ist war so vor einem Monat oder so haben wir das bekommen. Das ist die Hexenküche. Level 2 Punkte, was immer das genau heißt. Das hat uns eigentlich ganz gut gefallen. Von den Rätseln her. Es ist leider nach unserem Geschmack das Motiv ziemlich hässlich. Also das ist irgendwie so sehr braun, grau, grün, grau und irgendwie sehr unruhig. Also kein Motiv, was man irgendwie eigentlich länger angucken möchte. Das war so unser Problem mit diesem. Aber es war auch nett und eben da waren eigentlich die Rätsel waren so ganz okay. Hat man hingekriegt. Also so in Ordnung. Dann gab es zu Weihnachten für den kleineren von meinen Söhnen einen Exit Puzzle Kids. Einem Naturkundemuseum. Da hat eigentlich alles gepasst. Das Motiv ist wirklich schön. Das hängt jetzt oben in seinem Zimmer. Die Rätsel waren, also dafür, dass es ja ein Kinderpuzzle ist, sehr gut lösbar. Also die hat man gefunden und die konnte man dann auch schnell lösen. Also auch, glaube ich, für Kinder gut zu lösen. Puzzeln hat auch Spaß gemacht. Geht natürlich da viel, viel schneller als bei einem der Großen. Das einzig Dumme war, dass mein Sohn quasi halb aus Versehen, aber auch halb weil es offensichtlich war, zuerst die Lösung gepuzzelt hat, bevor er überhaupt das Puzzle gemacht hat, weil er sofort gesehen hat, oh, die Teile hier, die passen alle aneinander, die haben alle Nummern, aha, das ist offensichtlich die Lösung. Das war ein bisschen schade, aber trotzdem, das Puzzle hat Spaß gemacht und eben, sehr schönes Motiv, gibt es nichts zu meckern. Dann kommen wir noch zu diesem hier, das hat mein älterer Sohn bekommen, das Vampirschloss. Das hat jetzt irgendwie Level 4 von 5. Und ja, ich bin gespannt, was Level 5 ist. Also hier auch wieder, Motiv ist wirklich schick.
Also das war so, wir haben uns die alle angeguckt vorher und fanden dies eigentlich das schönste Motiv und das finden wir auch immer noch, ist wirklich sehr schön. Dafür sind hier die Rätsel wirklich grottig. Also ich habe zwei Stück lösen können, mit durchaus einiger Erfahrung in Exit-Spielen, Exit-Puzzeln. Dann habe ich noch zwei, drei habe ich noch gefunden, habe ich aber nicht verstanden, wie die funktionieren. Die anderen habe ich gar nicht gesehen. Ja, dann letztlich haben wir die dann alle über das Internet gelöst, bis auf eins, was wir auch mit der Erklärung im Internet nicht verstehen, wie man da also auch nicht mal den Ansatz verstehen des Rätsels. Und irgendwie zwei Rätsel sind hier drin, wo man denkt, so, ja, das ist völlig beliebig. Also da werden einfach irgendwelche Informationen aus dem Bild rausgegriffen und die sind es dann halt, ohne irgendwie einen Anhaltspunkt, warum diese jetzt genau genommen werden und nicht die gleichwertigen Informationen, die genau daneben stehen. Also das ist wirklich grottig. Und eben so zwei, drei sind ganz okay. Die kann man halt finden. Den einen habe ich einfach übersehen. Als ich es dann gesehen habe mit der Lösung, dachte ich, ah ja, natürlich. Und das fand ich dann auch irgendwo schick. Aber die meisten waren wirklich schwer enttäuschend. Also, wir haben inzwischen auch mal auf der Ravensburger Seite die Kritiken zu diesem Puzzle gesehen. Die sind auch vernichtend, was die Rätsel angeht. Also, offensichtlich geht es nicht nur mir so oder uns so. Also, schönes Motiv, Rätsel wirklich unlösbar, beziehungsweise teilweise einfach völlig an den Haaren herbeigezogene Lösung. So viel zu Exit. Und machen wir weiter. Ich habe das diesmal versucht, so ein bisschen zu notieren, das sortieren, nicht notieren, also beides eigentlich. Deswegen, eigentlich wollte ich mit Kinderspielen anfangen, das mache ich jetzt nochmal. Hier, ein Spiel von Jens-Peter Schliemann, der ja jetzt all unseren Zuschauern bestens vertraut ist seit einiger Zeit. Und ich wollte das auch nicht unerwähnt lassen, dass wir das auch wieder gespielt haben, das Dunkelspiel nach der Marke. Also ich muss da jetzt nicht viel zu erklären, weil da habe ich jetzt ein eigenes Video zu gemacht. Aber das ist wirklich ein schönes Spiel und eben in dieser Jahreszeit, wo es früh dunkel ist, kann man das auch super spielen. Sind viel Lärm. Nächstes haben wir ein neues. Das ist, wie zufällig, ist das von Jens-Peter Schliemann. Das ist Cheesy Gonzola, eine der beiden Erweiterungen zu Burg Appenzell. Oder streng genommen sind es fast vier Erweiterungen. Da ist eben eine Supermaus drin, da ist so ein kleiner Extraturm drin, da ist noch das Schiblettenwerk und die Speisekammer. Also vier Erweiterungen. Die Erweiterungen sind eigentlich alle nicht groß. Man fragt sich, warum ist der Karton so groß? Sehr raffiniert, weil sie die Gelegenheit genutzt haben, das Inlay von dem Erweiterungskarton so zu machen, dass da das ganze Material vom Originalspiel reinpasst, was in das Originalspiel nämlich nie reingepasst hat oder nur sehr, sehr mühsam reingepasst hat. Also das fand ich wirklich mal eine raffinierte Lösung noch. Die Erweiterungen selber sind nett. Sie lenken fast etwas ab vom normalen Spiel. Also gerade meine Tochter hat jetzt das Problem, dass sie immer nur auf der Jagd nach der Supermaus ist und dabei vergisst, dass es natürlich eigentlich weiterhin darum geht, Käse zu sammeln. Ist aber trotzdem auf jeden Fall eine schöne Erweiterung. Einfach taucht dem Spiel nochmal etwas anderes Leben ein. Und wenn man es jetzt schon sehr oft gespielt hat, so wie wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten, ist es durchaus nett, dass sich das Spiel einfach nochmal verändert. Ich würde aber nicht sagen, brauchen tut man die Erweiterung nicht. Außer man möchte gern so ein schickes Inlay haben, wo das alles schön reinpasst. Das ist natürlich sehr, sehr gut. War aber auch sehr günstig. Wir haben die gebraucht gekauft, gebraucht, original verpackt, lustigerweise. Von daher hat sich das gelohnt. So, was haben wir noch? Oh, hier haben wir noch eins. Karibik. Das ist von Jens-Peter Schliemann mit Michael Antonow. Das sollte ich vielleicht eigentlich mal dazu sagen. Da ist ja immer noch jemand anders dabei. Habe ich jetzt bei den anderen vergessen. Hatte ich auch in meinem Jens-Peter Schliemann-Video, ich muss den Namen einfach noch ein paar Mal sagen, drin. Und ich habe es dann prompt mal wieder gespielt. Eben mit meiner Tochter habe ihr das mal gezeigt, wie das geht. Und es hat ihr auch sofort gefallen. Also wir haben es jetzt, weil wir einfach sehr viel andere Spiele gespielt haben, nicht nochmal gespielt. Das, denke ich, wird aber auf jeden Fall kommen, weil sie fand es toll, sie hat mich auch total besiegt. Und ja, ich finde es auch weiterhin, ist ein schönes Piratenspiel, mal so, also relativ kurz dann und macht Spaß mit Kindern. Dann haben wir noch ein Kinderspiel. Das ist nicht von Jens-Peter Schliemann, das ist von Anna Opolzer und Stefan Kloß, natürlich, kennt man ja. Das wollte ich einfach auch noch mal in die Kamera halten, das haben wir jetzt seit Ende September und kommt auch bei meiner Tochter regelmäßig noch auf den Tisch. Das mag sie weiterhin sehr gern und ich finde es auch immer noch ein sehr schönes Spiel. Eben sozusagen eine verbesserte Version von Niagara mit der gleichen Kartonmechanik, aber ein wesentlich schöneres Spiel.
Und ich mag das. Das ist schön, das macht Spaß, ist kurzweilig und das wollte ich nicht unerwähnt lassen. So, was hatten wir noch? Genau, das hier ist auch noch ein Kinderspiel. Oder, das ist schon fast ein Familienspiel. Heimlich und Co. Das hatten wir, glaube ich, in der Mottenkiste. Aber das ist schon wieder so lange her, ich kann mich ganz, gar nicht mehr ganz sicher sagen. Aber ich bin mir doch ziemlich sicher. Also dazu das Mottenkiste-Video gucken. Eben Spiel des Jahres 1986 aus der frühen Zeit. Sehr schönes Verwirr- und Ratespiel, welche Figur sind oder welche Farben haben meine Mitspieler. Macht Spaß, auch sehr kurzweilig, gerade in großen Gruppen schön. Das kann man eben mit bis zu 7 Spielern spielen. Und eben je mehr Spieler, desto mehr Spaß macht. Wobei zu 7 habe ich es jetzt auch noch nie gespielt, aber zu 5 oder zu 6 haben wir es schon gespielt. Auch sehr schönes Familienspiel. So, was haben wir noch? Heimlich auf meine kurze Liste gucken. Nein, da bin ich mit den Kinderspielen soweit durch. Machen wir weiter mit Ratespielen. Da kommt zunächst mal Honzett, was natürlich prompt wieder falsch ist. Das haben wir wieder gespielt. Dieses Spiel, was mich immer so ein ganz bisschen an, wie heißt es, Codenames erinnert, indem man eben auch wortlos versucht, seine Mitspieler oder mit wenigen, sehr wenigen Hinweisen eine Vielzahl an Informationen zu übermitteln. Wir haben es nochmal zu zweit gespielt, was eigentlich jetzt nicht so richtig vorgesehen ist bei dem Spiel, aber weil wir es sowieso ohne Punkte spielen, ist es auch völlig egal. Und wir macht mir weiterhin, finde ich, es ist ein sehr schönes Ratespiel mit einer schönen Idee, dass man eben versucht, irgendwie einen Begriff auf irgendwelche also mehr oder weniger abstrakten Grundbegriffe zu reduzieren, um damit ihn bekannt zu geben. Also, teilweise hat man manchmal Karten, wo man denkt, so Mann, wie alt ist denn dieses Spiel? Also wo irgendwie, ich meine, das ist von, also das Spiel ist von 2013 und da sind Karten bei, wo man irgendwie denkt, man kriegt eine Trivial Pursuit Frage von einer Originalversion von 1980 oder 1970 oder wie alt Trivial Pursuit ist. Also nach irgendwelchen recht alten und gewesenen Politikernamen oder Filmnamen, wo man denkt, Serien waren es in dem Fall. Also irgendwie Kommissar Rex war es, genau. Wer weiß denn heute noch, wer Kommissar Rex ist? Also das ist, ich erinnere mich aus meiner Jugend an diese Serie oder gibt es die als Neuauflage, ich weiß es nicht. Aber dass man mir denkt, da sind Begriffe drin, die sind sehr alt irgendwie. Und da wundert man sich so ein bisschen, so ein Spiel, was ja irgendwie noch nicht so alt ist, das ist ein bisschen komisch. Aber da nehmen wir dann einfach eine neue Karte, wenn man so eine erwischt, wie so ein bisschen komisch ist und macht einfach damit weiter. Und eben das Grundkonzept ist wirklich schön, habe ich das Titel auch schön untergebracht. Und deswegen will ich da jetzt nicht lange dran mitmachen. Eins, was wir jetzt schon wieder dem Georg zurückgegeben haben, ist Pictures. Dieses schöne Spiel mit den 2 Seilen und den 5 Steinen und den 6 Holzbauklötzen und so weiter. Das haben wir auch nochmal gespielt. Da gab es dann leider, das war dann das 3. oder 4. oder 5. Mal, ich weiß nicht mehr, dass wir es gespielt haben, gab es dann so ein bisschen Zoff in der Runde. Da hat sich irgendwie das erste Mal so ein bisschen doch das Frustpotenzial von dem Spiel gezeigt, dass man merkt, wenn sozusagen ein Spieler Pech hat und irgendwie so sein Bild irgendwie konstant immer nicht erkannt wird und dass das dann doch schon frustig sein kann. Hatte ich, bevor wir es gespielt haben, so ein bisschen befürchtet, hatte sich dann in den ersten Partien, war das nicht, da hatten wir diesen Fall einfach nicht so. Dann hatten wir es einmal, dann gab es ein bisschen Frust und da war dann danach auch die Lust, das nochmal zu spielen, leider dann so ein bisschen reduziert natürlich bei demjenigen. Und weil man da ja schon einfach doch ein paar Leute für braucht und im Moment man ja nur die Familie hat, haben wir es dann sozusagen ohne allzu viel Trauer dann Georg zurückgegeben. Trotzdem, Georg, vielen lieben Dank, dass du uns das ausgeliehen hast. Wir haben durchaus Spaß damit gehabt. Ja, etwas ähnlich ist uns gegangen mit Finden Sie Minden. Das ist eins der vielen Spiele, die unterm Weihnachtsbaum lagen dieses Jahr. Ja, war so ein bisschen ein Spontankauf. Mal nochmal irgendwie ein anderes Ratespiel mit so ein bisschen Geografie. Das ist ja auch sehr nützlich für die Schule. Ist leider auch nicht so meins. Also das versucht ja auch so ein bisschen das Unwissen der Spieler abzufangen, indem man da unterschiedlich viel oder unterschiedlich genau raten kann. Aber trotzdem hat natürlich der sich in Geografie ein bisschen auskennt, doch einfach zu große Vorteile. Deswegen hat meine Frau relativ
ungefährdet gewonnen, wenn ich sogar noch gegen meine Kinder verloren habe, weil Geografie bin ich extrem schlecht. Die haben einfach teilweise richtig geraten oder haben so ein bisschen Hilfe gekriegt und dann waren sie richtig und ich habe genau daneben gelegen mal wieder. Haben wir meinem einen Sohn geschenkt, der war dann auch nicht so begeistert, eben weil er auch gemerkt hat, irgendwie so ganz alleine kann er das einfach irgendwie noch nicht. Ja, schade, war einfach mal ein Versuch, ob das irgendwie ganz nett ist. Wir kannten das Spielprinzip auch einfach nicht, eben haben uns nicht sozusagen darüber informiert vorher. Ich hatte aber im Kopf, dass das ganz gute Kritiken immer hatte. Hat sich jetzt leider nicht ganz so erfüllt. Das war das letzte von den Ratespielen. Machen wir weiter Richtung Familienspiel. Und da haben wir auch noch was Neues. Dr. Panic. Ein Spiel auch von, das meine ich noch recht neu ist, aber ich finde es schon nicht, 2015 doch, da steht es. Das ist so ein bisschen Geschwindigkeits-Panik-Spaßspiel. Mit Furzkissen. Ist ein bisschen schwierig. Es krankt leider an ein paar Stellen. Also eigentlich ist das schon witzig. Das ist so ein kooperatives Spiel, wo man versucht, einen Patienten zu retten und man hat dann mehrere Ärzte-Teams, die alle ihre Aufgaben erfüllen müssen, um diesen Patienten zu retten und man hat nur begrenzt Zeit. Das Ganze spielt man dann im Idealfall mit einer App, die das so ein bisschen randomisiert, was noch an besonderen Ereignissen kommt und hat dann seinen lustigen Spaß. Das Problem ist, diese App ist nur noch vielleicht auf Französisch erhältlich, was schwierig ist, wenn man wie wir nicht wirklich Französisch kann, weil zwar kann man die Musik aus der App ist zwar natürlich sprachneutral, aber die zufällig ausgewählten Karten, die App einem dann zeigt, die kann man einfach schlicht nicht benutzen, weil man sich nicht versteht, wenn man keinen Französisch sprechenden dabei hat. Deswegen muss man dann den Soundtrack nehmen, den es dazu gibt. Und das macht es einfach schon etwas schlapper, weil sozusagen es ist dann immer gleich irgendwie. Und wir fanden auch den zweiter Kritikpunkt, wir fanden es eigentlich recht einfach. Also man hatte den Eindruck, man muss sich eigentlich gar nicht so wahnsinnig beeilen. Man hat relativ viel Zeit und so schwer sind die Sachen dann einfach nicht. Also es ist irgendwie auch nicht so richtig eine Herausforderung dabei. Vielleicht haben die gedacht, man ist betrunken, wenn man das spielt, dann ist es vielleicht noch ein bisschen lustiger. Also es ist so, ja, es hat irgendwie was, manche von den Aufgaben sind irgendwie so ganz witzig, wenn irgendwie so der Röntgenteil, wo der eine, der Anführer des Teams, den anderen sagen muss, wie sie sich hinstellen müssen oder so Sachen, das ist irgendwie schon ganz nett, aber so richtig als Spiel, als Ganzes überzeugt es leider nicht. Es geht sehr schnell, das ist das Schöne, also eine Partie geht in 12 Minuten maximal, dann ist halt wenn man in 12 Minuten nicht geschafft hat, hat man verloren oder man schafft es halt vorher. Und nach unserer Erfahrung schafft man es relativ locker vorher. Ja, also ist leider nicht so schön oder so lustig, wie sich es anhört, wenn man die Regeln liest. Aber wir werden ihm sicherlich auch nochmal eine Chance geben. So, dann gab es noch was Neues. Wo habe ich das denn jetzt hingestellt? Genau, das ist nämlich ein ganzer Stapel, von dem ich hier nur exemplarisch was hingestellt habe. Wir haben nämlich, nachdem wir immer King of Tokyo sehr lange ausgeliehen hatten, auch wieder vom lieben Georg, lag jetzt unter Weihnachtsbaum King of New York. Und dazu noch die Erweiterung und dazu noch zwei Erweiterungen, weil ich kann ja nicht King of New York spielen, wenn Cthulhu nicht dabei ist. So, und die King Kong-Erweiterung haben wir dann auch noch. Ja, das war einfach, weil meine Söhne das King of Tokyo sehr lieben und ich aber das schön fand, dass bei King of New York bisschen mehr Strategie drin ist und nicht ganz so blindes Rumkloppen, haben wir uns für diese Variante entschieden, eben jetzt auch mit der Power-Up-Erweiterung, die dann auch mit der die Monster dann voneinander sich unterscheiden endlich. Finde ich auch nochmal eine schöne Variante, also macht das Spiel nochmal interessanter und hat uns jetzt schon in einigen Partien seit Weihnachten schon sehr viel Spaß gemacht, weil ich es auch geschafft habe, einmal rauszufliegen, bevor ich auch nur die allererste Evolutionskarte für meinen Cthulhu nehmen konnte. Das fand ich dann sehr traurig, aber das passiert halt natürlich. Ja, also auch ein sehr, sehr schönes Kloppespiel. Wir nähern uns langsam dem Ende der Liste, aber ein paar haben wir noch.
Nämlich, es gab noch auch wieder unter dem Weihnachtsbaum eine der Claim-Erweiterungen. Also Claim ist ein bisschen kompliziert. Es gibt Claim 2, was das gleiche Spiel normal ist mit anderen Karten. Und dann gibt es die, ich glaube, 3 Erweiterungen, die man sowohl mit Claim als auch mit Claim 2 machen kann. Also da kann man dann sehr, sehr viele verschiedene Völker kombinieren. Hier sind einfach 3 neue Völker drin, mit denen man bis zu 3 eben von den Originalvölkern ersetzt. Und dann gibt es noch 2 spezielle Kartenarten. Die einen gehören zu dem Volk, dass man Zaubertränke, mit denen man seinen Kampfwert verändert. Und jeder kriegt noch 3 Artefakte am Anfang vom Spiel, die also ja letztlich auch irgendeine Grundregel des Spiels kurzzeitig außer Kraft setzen oder verändern zumindest. Hat den gewünschten Effekt, dass es einfach Claim nochmal neu belebt, weil das haben meine Söhne, haben das eben rauf und runter gespielt, irgendwie teilweise saßen die jeden Morgen und jeden Abend hier, haben zusammen Claim gespielt, was ja fantastisch ist, aber dann ist natürlich irgendwann so eine Erweiterung, mit der sich das Spiel wieder verändert, doch sehr willkommen. Die Artefakte haben wir so ein bisschen den Eindruck, die sind ein bisschen zu stark teilweise, da gibt es welche, die das sozusagen zumindest mal so 1-2 Runden das Spiel völlig auf den Kopf stellen, was dann die Strategie ein bisschen rausnimmt aus dem Spiel. Dass man denkt, das wird dann sehr zufällig. Aber es gibt eine ganze Menge Artefakte. Man kann da sicherlich auch einfach sagen, komm, das eine nehmen wir einfach raus, das nehmen wir nicht mit. Und da man eben auch nicht weiß, wer welche Artefakte hat, ist es auch vielleicht wieder nicht ganz so schlimm. Aber ja, nein, also ist nicht schlimm, die Erweiterung auf jeden Fall, die macht durchaus Spaß. Vielleicht kommen wir nächstes Jahr die nächste oder zum Geburtstag mal schauen. So, noch eine Erweiterung. Villainous, böse bis ins Mark. Die habe ich ja quasi immer schon angeteasert, dass die Erweiterung kommt. Die lag nämlich auch schon länger im Geschenkeschrank. Ich habe jetzt verstanden, warum diese Erweiterungen für Villainous relativ teuer sind. Das liegt daran, dass das eigentlich eigene Spiele sind. Weil man kann das kombinieren mit dem Grundspiel, man kann aber auch dieses auch alleine spielen, wenn man einfach nur die Charaktere aus diesem Spiel nimmt, weil sozusagen es sind nochmal auch sozusagen die Requisiten, die man dazu braucht, sind auch nochmal alle drin. Deswegen eigentlich sind das eigenständige, kleine Villainous-Spiele. Und gefällt uns auch sehr gut. Sind wieder 3 neue Charaktere eben. Das ist es jetzt in dem Fall. Ach, ich kann den Namen. Also die böse Königin ist drin, die anderen beiden kann ich mehr. Und Hades von Herkules und noch der eine aus dem so einem komischen Froschkönig-Film, von dem ich noch nie gehört hatte. Sehr schön wieder, weil die wieder, wie es schon im Original Villainous ist, die sind auch wieder ganz anders als das, was man vorher schon hatte in der Schachtel. Da sind jetzt 2 bei, die haben noch wieder spezielle Kartenarten, die es nur bei ihnen gibt, die sie teils sammeln müssen oder teils irgendwie benutzen müssen auf bestimmte Art. Eben auch wieder schöne, sehr schön illustriert, tolle Figuren. Und so beim ersten Spiel denkt man so, oh, das ist ja völlig hier, der eine, der ist ja total einfach und die anderen sind total schwierig. Und dann spielt man es nochmal und dann gewinnt natürlich sofort der, wo man erst gedacht hat, der ist unschaffbar, gewinnt dann prompt die zweite Partie. Also wir haben wieder den Eindruck, es ist natürlich glücksabhängig, welcher Charakter gerade wie gut vorwärts kommt. Aber es ist, man kann mit allen Charakteren gewinnen und das ist ja auch irgendwie gerade das Besondere, dass man eben die verschiedenen Charaktere auch mal gegeneinander setzt, wer ist gut gegen wen. Und das finde ich richtig toll. Und ich bin froh, dass wir die Erweiterung haben und die werden wir sicherlich noch spielen. Wir haben bisher jetzt tatsächlich die Erweiterung nur alleine gespielt, weil man einfach natürlich die neuen Sachen ausprobieren will. Aber jetzt sind wir so langsam an dem Punkt, dass wir sagen, jetzt kombinieren wir es auch wieder mit dem Grundspiel. Dann haben wir eben 9 zur Auswahl. Ja, und ich denke, da wird sicherlich in ein paar Monaten, wenn mal wieder ein Geburtstag ansteht, die nächste Erweiterung kommen. So. Jetzt kommen noch 2. Jetzt sind wir im Erwachsenen. Ah, nee, 3 kommen eigentlich noch. Stimmt, 1 habe ich noch vergessen. Ich wollte nämlich mal wieder einfach, weil das einfach, das muss man einfach manchmal in die Kamera halten. Und zwar muss man es so rumhalten. Galaxy Trucker haben wir auch mal wieder gespielt. Und ich freue mich sehr. Und ich merke jedes Mal, wenn wir das spielen, dass meine Kinder älter werden. Und langsam machen sie mir richtig Konkurrenz. Das ist, und das heißt, ich kann endlich irgendwann mal vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft die letzten Erweiterungen noch ins Spiel bringen mit den 4er Raumschiffen und mit den Missionen und den böse Untaten und fiese Strecken und wie es alle heißt, was wir bisher immer noch weglassen, um es nicht zu schwierig zu machen. Aber ich hoffe, dass das dann jetzt bald mal kommt.
Und das ist einfach immer ein super Spiel. Das macht so Spaß, wenn man so ein geiles Raumschiff gebaut hat und dann kommt der große Meteorit auf der falschen Stelle und bumm, ist alles kaputt. Das macht so viel Spaß. Das ist super. So, jetzt kommen wir noch zum Erwachsenen-Spielbereich. Zuerst Time Stories. Das haben wir uns glücklicherweise, was ich gleich noch erklären werde, nicht gekauft, sondern wir haben es ausgeliehen von der lieben Katharina. Die hat uns direkt noch den zweiten Fall mit reingetan, den Marcy-Fall heißt er, glaube ich. Und ich habe das jetzt, was natürlich streng genommen, soll man es, glaube ich, eigentlich erst ab 3 spielen. Also für zweit ist es hier immer so ein bisschen speziell, aber wir haben es trotzdem zu zweit gespielt, weil man darf ja nicht anders. Und das ist dann doch noch nicht für meine Kinder. Und ja, ich bin sehr begeistert von der Spielidee, von der Spielmechanik, auch von der Aufmachung. Also ich meine, das Spielbrett und das Material sozusagen, die sind natürlich sehr generisch, aber das muss natürlich so sein. Aber die Karten sind natürlich fantastisch. Also die Illustrationen sind wirklich erstklassig. Auch so diese Idee, dass man diese Räume so auslegt und die dann so einzeln umdrehen kann. Und die Karten, das ist wirklich, wirklich toll. Das ist auch richtig spannend irgendwie, wenn man das so umdreht und so, ah, machen wir das. Und eben, man hat jetzt viel Zeit, man kann nicht alles machen. Und ah, ist das jetzt, was wir jetzt machen? Ist das irgendwie, bringt uns das weiter oder nicht? Und ah, das ist wirklich spannend. Auch so dieses, dass das Spiel sozusagen einbezieht, dass es ein kooperatives Spiel ist, was man sozusagen mehrmals spielen muss, bis man es schafft, dass sozusagen dieses, dass die Spieler schon Wissen haben über das Spiel beim zweiten Versuch, dass das sozusagen in die Hintergrundgeschichte eingeplant ist irgendwie, das finde ich wirklich genial gemacht. Also das Thema ist super super passend und einfach gut. Ich habe einen kleinen genug für mich persönlich festgestellt, als wir beim dritten Versuch zugegebenermaßen erst die Nervenheilanstalt erfolgreich bewältigt haben, war ich ein bisschen enttäuscht von der Geschichte, die mir zu geradlinig war. Ich habe die ganze Zeit, während des Spiels, bis zum Schluss habe ich darauf gewartet, dass noch irgendein Dreh kommt. Dass es irgendwie eben nicht so ist, wie sozusagen die Anfangsbriefing und dann auch die ersten Karten irgendwie andeuten, sondern dass es noch irgendwie eigentlich irgendwie alles ganz anders ist. So ein Agatha Christie Krimi-Twist habe ich irgendwie noch erwartet. Am Ende kommt raus, was weiß ich, wir sind eigentlich die Bösen, keine Ahnung, irgendwas. Und das kommt halt nicht, sondern es ist wirklich genau so, wie es am Anfang angekündigt wird, ist es am Ende auch. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Deswegen war ich dann so ein bisschen, nachdem ich erst völlig begeistert war, so, wir haben es einmal gespielt, so die allererste Partie, dann war es spät, wir sind ins Bett gegangen, die ganze Nacht von dem Spiel geträumt und irgendwie beim Morgens beim Aufwachen sofort wieder drüber nachgedacht, was wir hätten anders machen müssen. Und das hatte mich wirklich gefesselt. Und dann die zweite und dritte Partie haben wir direkt hintereinander gespielt, weil wir dann etwas schneller waren, dann hat es nicht mehr ganz so lange gedauert. Und dann so nach dem dritten war ich so ein bisschen so, ach schade. Also ja, wir werden sicherlich noch den Marcy-Fall spielen, der eben noch drin ist. Der hat ja auch nochmal einen wesentlich dickeren Kartenstapel. Ich hoffe, dass das da so ist, dass es da einen Twist gibt, dass das einfach so im ersten, das jetzt vielleicht nicht zu komplex machen wollten. Aber trotzdem sind wir jetzt schon an dem Punkt, dass wir sagen, gut, dass wir es uns nur ausgeliehen haben, weil eben eigentlich kann man es nur einmal spielen, das Grundspiel, man kann sozusagen diese Geschichte zwei, dreimal spielen, dann bis man sie geschafft hat und dann kann man das Spiel in die Ecke schieben, weil nochmal spielen wird man das sicherlich nicht, weil dafür gibt es dann auch nicht so viel, wo man den Eindruck hat, das haben wir jetzt irgendwie nicht verfolgt, irgendwie das müssen wir jetzt nochmal spielen, um einen anderen Weg zu gehen. So viel anderer Weg gab es da irgendwie gar nicht. Also, aber eben, ausgeliehen ist das wirklich, wirklich spannend und toll gemacht und ich kann das auch unbedingt empfehlen. Und ich hoffe eben, dass jetzt diese zweite Geschichte, dass die da noch eine Schippe drauflegt, was den Dreh angeht, dann wäre ich wirklich völlig begeistert von dem Spiel. Aber eben, es ist, also das Konzept, Gestaltung und alles ist wirklich fantastisch. So, kommen wir zu guter Letzt zum Highlight dieses Monats. Das ist Paleo. Und da reihe ich mich ja sehr schön ein in die Top 30 2020 von Benny und Dennis, die ich schon gesehen habe. Sind da auch beide sehr begeistert von dem Spiel und das kann ich nur unterstreichen. Also das habe ich jetzt zu Weihnachten bekommen, deswegen so sehr lang habe ich es noch nicht.
Aber wir haben das jetzt schon viermal gespielt. Zweimal Level 1, einmal Level 2 und heute sind wir bei Level 3 gescheitert. Und das ist wirklich toll. Also super kooperatives Spiel, fantastisch in der Familie spielbar. Also zumindest in meiner Familie mit der etwas Spielerfahrung. Macht Spaß, ist aber auch spannend. Man hat ein sehr schönes, sehr schnell schönes Gefühl für die Geschichte, finde ich, mit den Steinzeitmenschen, die überall von Steinschlägen und Wölfen und Mammuts und was weiß ich alles bedroht werden. Und egal, was sie tun, ständig bricht sich einer ein Bein. Und also das macht Spaß und man ist sehr schnell drin. Das Material ist natürlich toll mit dieser Werkbank und dem Friedhof. Weil schade, dass die Werkbank nicht so richtig in den Karton passt. Aber gut. Ja, toll, auch die Illustrationen sind super und alles fantastisch und auch, dass es so richtig Legacy ist es ja nicht, aber dass es eben so immer wieder anders ist mit anderen Missionen und so, das ist alles wirklich einfach alles richtig, richtig toll. Ich muss ein bisschen Abzüge machen in der B-Note für die Spielregeln. Es war so, ich habe mir die Regeln durchgelesen, dann haben wir es gespielt, allerdings erst am nächsten Tag, muss ich zugeben. Deswegen habe ich dann so beim Aufbau und auch so beim Spiel nochmal zwei, drei Sachen nachgeguckt, wo ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher war. Und dann waren wir fertig und haben gedacht, nee, also irgendwie, das war so einfach, also irgendwas müssen wir vergessen haben. Und was hatten wir vergessen? Wir hatten vergessen, dass man immer verletzt wird, wenn man rote Karten weglegt zum Beispiel. Und noch andere Sachen hatten wir auch nicht richtig gemacht. War dann aber irgendwie offensichtlich, deswegen habe ich die Regel nochmal gelesen und gedacht so, ah ja, natürlich, das steht da natürlich alles drin. War nur einfach zu viel Regel und habe ich mir irgendwie nicht alles merken können. Vielleicht auch mein Fehler, aber ich fand schon auch beim nochmal Lesen, dass ich dachte, die sind schon irgendwie unübersichtlich, die Regeln. Also da wird dann irgendwie, ja, so läuft die Tagphase, dann sind hier mal irgendwie Beispiele, dann gibt es irgendwie noch die Nachtphase und da ist da nochmal ein Beispiel. Aber irgendwie die Beispiele erklären dann irgendwie nur die, finde ich, irgendwie die ganz offensichtlichen, total einfachen Sachen, die sind dann in den Beispielen erklärt, aber so ein bisschen die etwas raffinierteren sind irgendwie da, dann irgendwie nicht mehr so richtig drin oder nur noch so, auch da dann nur noch so im Nebensatz. Und ja, also die Regel hätte man besser schreiben können. Und dann hatten wir, also wir haben dann das Level 1 dann nochmal gespielt mit richtigen Regeln, dann war es auch schwieriger, aber immer noch gut schaffbar, aber schwieriger. Dann haben wir Level 2 gespielt. Und da hatten wir dann auch eine Regelfrage und da habe ich gedacht, naja, bevor wir jetzt wieder falsch spielen, gucke ich noch meine Regeln. Stand einfach nicht drin. War in den Regeln nicht erklärt, ging nicht klar daraus hervor, nämlich wo kommt die Karte, die in den Wartebereich gelegt werden soll, was ist denn mit der? Ist die offen, ist die zu? Wie aktiviert sich die? Kann man die einfach so haben? Wir haben gedacht, naja, die wird sich wahrscheinlich über so eine Geheimniskarte irgendwie aktivieren, ist aber nicht, sondern wie ich inzwischen weiß, nachdem ich erst den Benny gefragt habe, der mich auf die FAQ verwiesen hat, die an der Stelle aber eher irreführend sind, weil die genau was anderes sagen. Allerdings für einen anderen Fall, eigentlich für einen anderen Fall, aber man kann das darauf fassen und das ist es ganz falsch. Habe ich letztlich bei Board Game Geek die exakt gleiche Frage mit dem exakt gleichen Karte und gleichen Problem gefunden, wo dann der gute Peter Rustmeier geantwortet hat, so ist das gedacht. Das war dann auch das, wo wir auch, nachdem wir es gespielt haben, gesagt haben, nein, das hätte wohl eigentlich so gehört. Was dann für uns ist, wir haben es uns im Prinzip schwieriger gemacht, weil wir die Karte nicht genutzt haben, die wir hätten nutzen können. Und das ist irgendwie so ein bisschen schade. Auch so die ganze Symbolik auf den Karten, das sind einfach sehr viele Symbole, mit Pfeil, ohne Pfeil, durchgestrichen und das ist ein bisschen viel und ist am Anfang, erschlägt einen das noch ein bisschen. Und wenn man da einfach noch ein Beiblatt gewesen wäre, wo nochmal so Kurzübersicht, das Symbol bedeutet das, das Symbol bedeutet das. Das ist natürlich in den Regeln alles drin, keine Frage, aber es ist halt verteilt irgendwie in der Regel und eine Sache steht hier, eine andere Sache steht woanders. Ja, das wäre besser gegangen. Also das ist zu der sonstigen, so toll wie ich dieses Spiel wirklich finde, ich finde es wirklich fantastisch, an der Stelle fällt es ein bisschen ab. Also goldene Feder für die beste Spielregel würde ich diesem Spiel nicht geben. Ich würde ihm momentan würde ich ihm sicher, Kennerspiel des Jahres oder sowas, würde ich ihm sofort geben. Goldene Feder überhaupt nicht. Also da, allein das ist schon für ein Spiel, was noch sehr neu ist, schon eine FAQ gibt, eine dreiseitige,
Das sagt schon ein bisschen was darüber aus, wie gut die Regeln geschrieben sind. Und selbst die FAQs sind noch unvollständig. Also, ja, das, lieber Peter, wenn ich Peter sagen darf, ich darf dich doch Peter nennen. Lieber Peter, ich darf dich doch Peter nennen. Da kann man noch was zulegen. Also vielleicht gibt es ja noch eine neue Auflage von dem Spiel, wo man dann noch die Regeln noch ein bisschen verbessern kann oder einfach die FAQ noch ein bisschen erweitern. Das würde dem Spiel noch gut tun. Aber eben trotzdem, Highlight des Monats, super Spiel, fantastisch, kann ich nur empfehlen. Also eben kooperativ ist sowieso immer gut in der Familie und dann noch so ein schönes Thema mit so tollem Material und gut durchdacht und alles. Also wirklich fantastisches Spiel. Gut, damit wäre ich endlich mit diesem viel zu langen Video, in dem ich die Kamera auch das ein oder andere Mal abgeschnitten hat, fertig. Und sag jetzt schnell Tschüss. Ihr habt uns sicher schon alle abonniert. Wer so lange durchhält in so einem Video, hat sicher auch schon den Kanal abonniert. Aber falls doch nicht, dann macht das doch noch. Und ansonsten wünsche ich ein schönes Jahr mit sehr vielen Impfdosen und dann einer Spiel 2021, zu der man wirklich hinfahren kann. Und bis dahin verabschiede ich mich, oder nicht bis dahin, aber ich verabschiede mich jetzt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.